Und damit, liebe Zuschauer, kommen wir zu einem, ich hätte beinahe gesagt, unserer üblichen Verdächtigen. Aber das ist natürlich der völlig falsche Ausdruck. Regina Wulff, ja, hallo. Hallo, guten Abend, vom Tierschutzverein Gelnhausen. Jawohl. Und da fragt man sich natürlich gleich, wenn man das sieht hier, wie landet denn oder wieso ist denn so ein Kerl beim Tierschutz? Also Anubis ist abgegeben worden, weil er über Zäune geklettert ist, weil er dann halt, ich denke einfach zu den Hündinnen in der Ortschaft gelaufen ist. Er war nicht einfach, wie er kam. Er hat sich toll gemacht. Wir haben ihn kastriert und er lebt jetzt bei uns mit 10, 12 Hunden in einem Auslauf ohne Probleme. Ich denke, er ist auf jeden Fall als Zweithund geeignet. Er geht nicht jetzt über 1,60 Meter, geht er auf gar keinen Fall. Mhm. Zaun können Kinder hin. Ich würde sagen ab 8, 9, also halt ein bisschen standkräftig. Ist ein toller Hund, ist ein Hirtenhund-Mischling. Ich denke, wachsam. Aber ich denke jetzt, selbst für Anfänger geeignet, weil der Hund ist sowas von unauffällig bei uns. Wenn einer dann mal mit ihm in die Hundeschule geht oder so, ist ein toller Familienhund. Ich habe den Blick eben so ein bisschen gesehen, für Anfänger geeignet. Man überlegt immer, bevor man das sagt. Ja. Aber es ist wahr, ein Anfänger ist oft auch ambitioniert. Der sagt, wir machen was aus uns. Ich will's lernen, der Hund will's lernen, richtig. Wir packen das zusammen. Und dann ist das oft... Und ich denke, da würde er also wirklich toll reinpassen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute nach ihm nicht fragen, weil er ist, so wie er sich jetzt so gibt, ist er halt auch. Gell? Ganz toll. Ja. Ein Schmuser. Nur bitte keine Katzen. Also Katzen ist nicht so sein. muss jetzt nicht sein, ja genau. So, das ist unsere Amy. Amy Süße. Ist jetzt kommst du zu bald uns? Alt. Komm mal her, Amy. Komm. Ja, das kennen wir doch. Super. Also Amy ist jetzt fast ein Jahr bei uns. Im November, nee, Oktober ist er ein Jahr bei das uns. Das gibt's doch nicht. Es ist so ein bisschen schon der Dackel drin. Ach, also das heißt so der Dickkopf, sie ist eine ganz nette. Sie muss mit Hündin nicht unbedingt, sie macht deswegen Hündin nichts, aber im Zwinger möchte sie nicht haben. Ich denke, sie könnte zu einem Rüden. Und